Hallo, hier Christoph von TapTech.de und das hier ist ein erster Kurztest vom Samsung ATIF Smart PC mit dem Intel i5 Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, 11,6 Zoll Display mit einer Auflösung von 1920x1200. Das heißt, wir haben hier ein Full HD Display integriert und das Ganze macht sich hier auch schon richtig gut hier von der Oberfläche. Das Besondere ist erstmal hier bei dem Samsung PC oder ATIF Smart PC, dass man hier das Tablet quasi hat, hier ein ca. 11,6 mm dünnes oder dickes Tablet und dann auch noch die Tastatur. Das Ganze kommt mit so einem, sagen wir mal, Edelstahl- oder Aluminium-Look, ist aber dann doch noch Plastik. Hier haben wir auch einen Schlitz für den S-Band, das heißt, gleich wie beim Samsung Galaxy Note wird das hier mit so einem Digitizer unterstützt. Hier findet man auch jede Menge Lüftungsschlitze, damit das Gerät auch relativ kühl gehalten wird. Man merkt auch hier jetzt schon, dass es hier am Display vorne und auch hinten schon etwas warm ist. Das wird wahrscheinlich generell ein bisschen ein Problem werden, wenn man das stärker nützt. Naja, zusammen mit der Tastatur sieht das Ganze aber wirklich nett aus. Die Tasten sind hier sehr gut zu drücken. Und kann man wirklich sagen, ein sehr guter Notebook-Ersatz. Und das auch mit ordentlich Performance. Windows 8 läuft hier auch ganz gut. Von den Anschlüssen her haben wir auf der Vorderseite und auf der Oberseite einen Micro-SD-Slot sowie hier einen SIM-Slot. Und hier haben wir sogar einen USB 3.0-Slot oder Anschluss. Wenn wir das mal aufbekommen, wir sehen hier also wirklich jede Menge Möglichkeiten für Anschlüsse. An der Docking Station selbst haben wir keine Anschlüsse, also einen HDMI-Anschluss, hoppala, danke schön. Ladies and gentlemen, our DJ and the refreshments are waiting for you. In the lobby and on the roof, our Samsung ein MicroSD HDMI-Anschluss. Hier unten haben wir nur den Dock-Connector und den Ladeanschluss. So wie hier. Ja, Audio-Anschluss wäre hier auch noch. Und hier haben wir vermutlich noch einen USB-Anschluss direkt am Tablet, wenn ihr das Gerät also angeschlossen habt. Ja, das war's mal erst. Das Gerät macht auf jeden Fall einen guten Eindruck und wir freuen uns auch schon auf das Testen. Und mehr findet ihr auf TapTech.de.